Herzlich willkommen zurück. So, wir wollen uns den Zugang verschaffen. Uha, und sind immer noch mit Hast befallen in dieses Zyklopengrab. Ein riesiger Stein blockiert jedoch den Zugang. Die uralte steinerne Oberfläche ist mit verblichenen Inschriften versehen, die unter dem Moos kaum noch zu erkennen sind. Versuchen mal, die Inschriften zu entziffern. Wir entziffern mehrere Sätze. Während Grausamkeit und Bosheit in blendender Dunkelheit führen, steigen Güte und Barmherzigkeit in eine noch tiefere Dunkelheit hinab. Eine undurchdringliche Finsternis. Dunkelheit öffnet jede Tür, weise und dumm, lüstern und asketisch. Es gibt keinen einzigen Weg auf dieser Welt, der nicht früher oder später in die Dunkelheit führt. Mann, was für ein Mumpitz! Ich hatte auf eine Legende gehofft, ein Gedicht vielleicht oder wenigstens auf ein altes Rezept. Ja, Lindsay, aber es ist ja auch gleichzeitig das Codewort, nicht wahr? Klepp. Der Stein gleitet mühelos zur Seite. Er öffnet sich einen Spalt, der breit genug ist, um hindurchzuschlüpfen. Bevor du einen einzigen Schritt tun kannst, ertönt eine Stimme aus dem Inneren des Grabes. Halt, nicht weitergehen, klemmt etwas in die Tür, sonst schließt sie sich hinter euch. Ja, damit haben wir schon gerechnet. Nur wahrscheinlich wären wir mal wieder darauf hineingefallen, hätte uns nicht diese kluge Schwester uns darauf hingewiesen. Du bist nicht gewillt, das Schicksal herauszufordern, also klemmst du einen großen Stein in den Durchgang, um die Tür offen zu halten. Wir untersuchen den Eingang. Der bröckelnde uralte Stein ist mit dichtem Moos bewachsen. Am Rand des Steins ist das Moos ein wenig zerrissen. Irgendeine unbekannte Kraft muss den Stein kürzlich zur Seite und wieder in seine jetzige Position bewegt haben. Betreten. Nachdem du sichergestellt hast, dass der Stein sich nicht hinter dir schließen kann, trittst du in die feuchte, kalte Dunkelheit des Grabes. Gut, und die Schwester ist ja auch noch am Leben. Sehr erfreulich. Und wir können das Grab auch zumindest von diesem Raum aus auch wieder verlassen. Auch das ist sehr erfreulich. Und da kommt sie uns auch schon entgegengeeilt. Die einzige atmende Kreatur in dem uralten Grab ist eine winzige Frau, die in einen grauen Umhang gehüllt ist. Sie sieht selbst aus wie ein Geist. Ach, wir müssen ja nicht schon wieder die ganzen gleichen Sachen fangen. Wir stürzen mal gleich mit der Tür ins Haus. Sagt euch der Name Vordakai etwas? Die Menschen der Mortals haben dieses Wort für Tausende von Jahren gesagt. Es wäre für das Beste, wenn es so bleibt. Don't worry about this shadow of the past. It dispersed forever the day the sky fell upon the earth. Ja, natürlich, klar. Ich glaube nicht. Gut, eure Schwester schickt mich und wartet im Lager auf euch. I was afraid I'd never see her again. Let benevolent spirits guide you on your path. Let them help you, just like you helped me. Die Frau verneigt sich und verlässt das Grab. Die sind mir auch viel zu gutgläubig und alles. Mein Gott. Die regen mich jetzt schon wieder auf. Wir haben schon mehrere Leute getroffen, die uns von Vordakai berichteten, aber wir sollen uns da keine Gedanken drüber machen. Natürlich. Na gut, mehrere waren es nicht, aber es waren die Schriften von Megavan wenigsten. Alte Zyklopenmünze. Aber dann kann es halt sein, dass das Artefakt, was er fand, sich mit dessen Wiederbelebung beschäftigt vielleicht? Ein steinernes Gesicht blickt dir von der Wand entgegen. Look ahead. I see something. So. Schriftrollen. Einige Münzen, Zyklopenmünzen. Wenig überraschend in diesem Grab. Wo kommt der denn jetzt her? So, Lindsay hat trotzdem die Falle entschärft, das ist gut. Und er geht auf Valerie, das ist auch sehr gut. Unser Hund ist immer noch orientierungslos. So, stürmt mal direkt ran. Und dann geht er auch zu Boden. Aber vorher hat unser Hund ihm wohl nochmal das Bein gerissen, dass er stürzte. Das Schöne ist, die haben alle leicht magische Äxte bei sich. Die Behälter sind voll mit versiegelten Tonkrügen, die jeweils mit Bildern von Organen verziert sind. Okay, es könnte sein, dass das für die zyklopäischen Bestattungsriten gedacht ist. Würde ich zumindest hoffen. Andererseits hat dem Typen oben ein Gehirn gefehlt. Diese Tür lässt sich nicht öffnen. Sie ist nicht echt, nur eine Gravur in der Wand. Was? Erzählt mir nicht, dass es das jetzt hier schon war. Das ist ja das
sind wir nicht zu der größten Begräbnishügelstätte gegangen? Ein Säuretongi plus 2. Schön. Zumindest schön zum Verkaufen. Das ist ja... Ach Mann, und ich habe gedacht, wir können jetzt hier mal wieder so richtig... Dann eben nicht. Da können wir froh sein, dass die Schwester dort nicht in die Falle getappt ist und sich selbst umbrachte. Oder den anderen Zyklopen erweckte. Aber mit wie vielen Männern ist sie denn dann bitte ausgerückt? Da war doch nur höchstens einer. Na gut, okay, da lagen noch zwei, ne? Die waren vielleicht auch keine Banditen. Na gut. Dann waren es wahrscheinlich drei Männer. I was right when I saw you the first time. You're a thief, same as every one of your kin. Na, der klingt aber nicht sehr arabisch. Das heisere Krächzen des Rabens klingt beinahe wie Schadenfreude. You think you've done a right thing, saved a life, but all that you did was help a thief take what wasn't hers in the first place. You're no better than that filthy creature. Ach komm, wer bist du überhaupt? I have watched you, your behavior, your deeds. Don't flatter yourself thinking your actions are impressive. You're an oddity, a curiosity, a mark. Nothing more. Ja, ja. So, komm, husch, husch, zieh ab. Pride in a pathetic creature like you. You wear it poorly. And your attempts to give me orders? I think not. Der Rabe breitet seine Flügel aus und fliegt davon. Wenig später ist er verschwunden. Ikundario, kannst du da nicht mal einen Flickenteppich aus den Rabenflügeln machen? So, wir gehen jetzt mal nur mit Rockshai hier vor. Ach nee, komm, es müssen alle mit. Ich möchte gerne noch gegen die Vorks kämpfen. So, wir gucken uns jetzt nicht den Typen da oben an. Wir wissen eh, dass ihm Gehirn fehlt. Wir haben immer einen Blick darauf, ob Lindsay uns noch begleitet. Noch ist sie im Team, noch ist sie dabei. I won't be halted. Und immer noch. Das ist doch alles höchst seltsam hier. Let's finish them quick. So, der Kampf beginnt und sie ist immer noch dabei. Okay, hier oben haben sie so ein Zombie-Vieh gerissen. Das haben wir auch schon mitbekommen, dass irgendwie die Natur dagegen geht. Es könnte ja sein, dass die Worgen auch demselben Herren gehorchen. Okay, jetzt wird Lindsay auch gerade angegriffen, aber das war, glaube ich, davor nicht der Fall. Ja, 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 wir heilen doch schon gegen, was das Zeug hält hier. So. Haben wir doch alles überlebt und ziehen ihn zur Strafe die Häute runter. Applaus, please. Ja, wunderbar gemacht. So, aber wer ist der Herr dieses Raben und warum ist er so sehr daran interessiert, unsere Schritte zu verfolgen? Na gut, okay. Wahrscheinlich, weil wir auf demselben Weg sind wie er gerade. Und er dieses Land für sich beansprucht. Oder beanspruchen wird. Hier gibt es nochmal den Zyklopen. Haben wir den wirklich schon geplündert? Scheinbar ja. Dann war das doch ein recht schneller Ausflug in diesen Bereich. Aber wir haben jetzt auch nichts gefunden in diesen Gräbern bisher. Splap. Oh, den hat sogar Roksha. Achso, nein, Roksha wurde getroffen. Ich dachte, wir haben mal wieder hier jemanden final zu Boden gestreckt. We do it my way.
So, wir machen nochmal hier unsere Tour fertig. Lass uns dann von den Barbaren dafür auszahlen, dass wir die Schwester wiedergebracht haben. So, noch ein paar Wanderer. Da lassen wir dann nochmal unseren... Naja, gut, der Hasszauber ist jetzt eigentlich auch nicht mehr nötig. Lindsay, lass gut sein. Das ist eine gute Armbrust. I lead, you follow. Ein altes Boot mit einem großen Leck verrottet am Ufer. Da kann ich mir gerade keinen Reim drauf machen. So, hier gibt es nochmal welche, die zombiehaft sind. Das ist soweit alles gut. So, mit dem legt sich Amiri an, auch das ist in Ordnung. Bei Robshaw müssen wir ein bisschen aufpassen. So, der hat leider auch keine Heilung mehr, jetzt muss Tristan hinhalten. Der übrigens auch noch immer ohne Intelligenz agiert, aber das ist ganz in Ordnung. Eigentlich schade, ich dachte, wir können mal... uns vielleicht auch so ein bisschen auf seinen Nahkampf verlassen. Das sieht aber eher danach aus. Das war eine interessante Aura. Einfach eine Schadensaura, die 7 Schaden bei den Umliegenden verursacht hat und die, die den Rettungswurf nicht geschafft haben, 14 Schaden. Aber das ist in Ordnung und ein gegnerisches Gebet lastet auf Valerie, schwächt sie ein wenig. Dafür erbeuten wir von ihm eine Brustplatte plus 1, einen Schutzring und eine Resistenz. Ach, das ist auch alles hier. Nicht mehr die stärksten Sachen. So. In den Stein sind kaum noch leserliche Buchstaben eingraviert. Und Ekun hat wahrscheinlich das hier unten entdeckt. Eine alte Zyklopenmünze. Da freut sich unsere Reisekasse, wenn wir wieder an unseren werten Geschichtenerzähler verkaufen. Schwertscheide eines gefallenen Kriegers und, oha, enorme Intelligenz. Damit können wir verdammt wenig anfangen, oder? Also Intelligenz als Leitattribut, glaube ich, niemand hier. Für sie, Lernen und Denken, ja, halt für die Wissenswürfe, ne? Aber da hat sie andere Modifikatoren, die ihr viel einbringen. Man könnte überlegen... Ich weiß gar nicht, ob die gebuffte Intelligenz beim Stufenaufstieg auch berücksichtigt wird. Das wäre interessant. Ja, mein Gott, dann kann man das Ding Ekundario geben. Vielleicht wird er sich dadurch seiner Lebenssituation neu bewusst und überdenkt seine ganzen Taten und Handlungen nochmal. Fängt an, seinem Begleiter doch noch einen Namen zu geben und eine persönliche Bindung aufzubauen. Okay, das könnte ein bisschen ekliger werden, je nachdem, wer hier die Oberhand erringt. Aber augenscheinlich wir. Ach, das ist auch ein Bade, okay. So, gute Nacht. Mal wieder ein Artefakt-Lederstück. Und Valerie bewegt sich unglaublich langsam. Denn sie ist verlangsamt. Okay. Das macht Sinn. Kettenhemd plus 1, Schutzring plus 1. Ah ja, doch, so langsam werden auch unsere Gegner etwas besser ausgerüstet. Lederrüstung plus 2. Aber nichts, was uns wirklich ein Mehrwert bietet. So, wo haben wir hier denn noch was entdeckt? Ah ja, hier. Ups. Da haben wir eine Falle übersehen.
Aber leider immer noch nichts. Ansonsten Smaragd wäre natürlich nochmal schön. So, die hatten wir doch alle schon. Ah, ihn aber tatsächlich irgendwie noch nicht. So. Ihr seid immer noch am Streiten. Naja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich seid ihr gerade am Transportieren. Ah, hier ins Dorf wollten wir zurück. Naja, Dorf, Zeltlager. Zeltlager zum glücklichen Barbaren. Ah, da seid ihr ja. Gute Arbeit. Ein Jammer, dass der Rest der Gruppe fort ist. Aber zumindest die Hexe lebt noch. Hier, für eure Mühen. Wir sollten jetzt aufbrechen. Besucht uns doch mal im Lager. Dann trinken wir einen Schluck. Ja, das machen wir. Aber erst aus dem zweiten Aufguss, nicht wahr? Der erste wird wieder geopfert. So, Lindsay. Nochmal einen Moment zum Glänzen. Sehr schön. Ein Expertenlangbogen. Plus 1 Verbesserung. Elite-Expertise. Was bringt das denn? Führen Fernkampfangriffe aus, als hätten sie die Kernschutz- und Präzisionstalente. Oh, okay, das ist tatsächlich ganz nett für Leute fernab von Ekun, die das mal benutzen wollen. Da könnte tatsächlich Tristian von profitieren, aber ich denke, er wird mit dieser Art Bogen nicht umgehen können. Ja, wir kommen, der kann ja noch nicht mit normalen Bögen umgehen. Ja, keine Chance. So, ein sehr erfolgreicher, wenn auch recht schneller Ausflug. Sehe ich hier noch irgendwelche magischen Dinge? Nein, sehe ich nicht. Haben schon wieder sehr, sehr viele Viecher umgekloppt. Gut, ich hätte gedacht, dass zumindest die... Das war doch die Stadt der Tausend Augen oder so etwas. Dass diese Ruinenstätte ein wenig verschlungener und tiefer ist, aber... Auch gut. Dann kommen wir der ganzen Verschwörung vielleicht noch ein wenig schneller auf die Spur und versuchen uns mal jetzt von Norden an dem Grab anzunähern. Blutfurchen. Na, ich würde gerne nur... Der Boden an diesem geheimnisvollen Ort ist voller Spuren. Zahlreiche seltsame Furchen durchziehen das Gras. Von ungewöhnlichen Abdrücken und kleinen Hügeln ist überall etwas zu sehen. Ansonsten ist ja noch ein zerstörter Turm. Der Stuhl den Elementen und dem Lauf der Zeit trotzt. Das hohe Gebäude ist mitgenommen, steht aber. Eine halb zerstörte Treppe führt in die oberen Etagen. Oha, cool. Spannend. Aber das machen wir erst später. Aber ich würde mal wenigstens einmal kurz den Weg angehen, damit ich weiß, wo die Kreuzung dahin ist. So. Dann ruhen wir uns noch einmal aus. Immer schön, wenn wir noch an freier Natur jagen können. So. Und jetzt können wir uns endlich auch hier Zugang verschaffen. Und mal gucken, ob wir diese Schwester auch noch retten können. Oder ob wir hier vielleicht zu spät kommen. Je länger man die ihrem ungewissen Schicksal überlässt, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie der Neugier noch mehr nachgeben und dann auch die Zyklopen erwecken, wie wir es schon so oft taten. So, die Tür gleitet zur Seite und der Gang dahinter ist frei. Wir haben mal wieder nichts in die Tür geschoben, obwohl wir gerade jetzt auch mal vorbereitet sein sollten. Es wäre nicht das erste Mal, dass es uns passiert und wir wurden auch jetzt schon letztes Mal darauf hingewiesen. Aber gut, so. Das hat Lindsay leider nicht geschafft zu entziffern, was sich hier verbirgt. Ein langgezogener Gang und leider auch ein Körper. Ein von toten Leibern umgebener Barbar, lehnt sitzend an der Wand.
Er scheint mehr tot als lebendig zu sein. Sein Gesicht ist eine einzige blutende Wunde, von der Hautfetzen herabhängen. Als er deine Schritte hört, wendet er sich mit blinden Augen dem Geräusch zu und hebt mit letzter Kraft sein Schwert. Freund oder Feind? Freunde der gesichtslosen Schwestern. Diese Hexe. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ihr dürft ihr nicht trauen. Wir haben diesen Fehler gemacht und ihr seht, was passiert ist. Wer seid ihr? Ich bin Brak, Sohn von Verik und Dyl, vom Stamm der Tigerherren. Wir kamen aus Numeria. Falls ihr meine Leute seht, sagt ihnen, wo und wie ich gestorben bin. Nun wartet erstmal ab. Vielleicht kann ich euch heilen. Bemüht euch nicht. Ihr braucht schon einen blinden Krüppel. Es wäre besser, ihr tötet mich, dann sterbe ich wenigstens wie ein Kämpfer. Mit der Schwert in der Hand bereit, Gorum gegenüberzutreten. Wenn ihr das wünscht, Gorum sei eurer Seele gnädig. Ich komme. Das Flüstern auf den Lippen des Barbaren erstirbt, als er mit letzter Kraft sein Schwert umfasst. Es wird langsam knapp und knapp und knapp. So. Ach Gott, jetzt haben wir auch noch seinen billigen Zweihänder mitgenommen, aber vielleicht möchte ja jemand aus seinem Stamm ein Andenken. Der zerschmetterte Leib einer Barbarin liegt neben der Bodenplatte, die die Tür öffnet. Sie ist erst vor kurzem gestorben, vermutlich durch starken Blutverlust. Gut, trotzdem können wir hier einfach die Tür öffnen. Dann ist die Frage, ob die gesichtslose Schwester fand, was sie suchte und sich deswegen Verrat übte an ihren Begleitern. Du hörst, wie sich Steintüren in der Nähe öffnen und schließen. Ja, wenig überraschend. Leider nicht diese hier. Warum sollte man auch das gleiche mit diesen Türen machen, wie wir es schon einmal erprobt haben? So, was passiert hier? Die schwächen uns wieder durch gegnerische Gebete. Aber wir sind durch ganz andere Sachen gestärkt. Waren das diese Viecher, die uns vorher so unglaubliches Kopfzerbrechen bereitet haben? Dann würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall schon sehr viel weitergekommen. Haben wieder eine Brustplatte plus 1, Schutzring, Resistanzumarmung. Das ist so ungefähr die Standardausrüstung für die etwas reiferen wohl. Ein Waffenrock plus 3 und eine Schnalle des gefallenen Kriegers. Vielleicht, ja, haben wir hier nochmal eine Inschrift, die Lindsay entziffern kann. Vordakai sei gepriesen durch die Jahrhunderte, denn er ist der Größte der Großen. Dann kann es auch sein, dass die Schwester, die uns erzählte, dass wir den Namen vergessen sollen, aus dem letzten Grab, durchaus mehr wusste oder weiß. Und sich bewusst entschieden hat, uns im Dunkeln zu halten. Der Körper ist schrecklich verstümmelt. Es sieht aus, als hätte eine riesige zyklopische Hand den Schädel zertrümmert und das Gehirn entfernt. Okay, also hier wird auch wieder nach Gehirn gejagt. Aber warum? So, hier sind Barbaren, aber offensichtlich ganz normale Barbaren. Ach, die direkt an Lindsay dran sind. Eklig. So, wir bewegen Lindsay jetzt doch mal raus und holen Valerie dazu. Gerade rechtzeitig, aber Lindsay wird und wird nicht in Ruhe gelassen. Jetzt erst, okay. So. Auch den Kampf haben wir eigentlich ganz gut weggesteckt. Kupferringe sind eigentlich auch so die absolute Unnötigkeit. So, alles Verzierung, ob das jetzt, was wohl diese Symbole bedeuten. Aber gut, wir haben genügend Proviant mit, um hier zu rasten. Wir waren bisher sehr sparsam. Wir haben noch Schriftrollen dabei. Dieses Mal wird uns das Grab nicht so sehr zur Falle werden. Aber die Größe dieses Grabes ist auf jeden Fall so, wie wir es vorher uns einmal, wo ich es das erste Mal erwartet hatte. So, es ist wieder mal an der Zeit für ein bisschen Hektik. Ja, obwohl jetzt schon nicht mehr. Lass gut sein, Lindsay. Damit werden wir auch so fertig. Christian heilt nochmal. 2 Stück können wir ruhig ausgeben.
So, wieder das Standard-Set des besser gerüsteten. Du hörst, wie sich irgendwo tief im Kerker Türen öffnen. War das nicht das richtige Symbol? Ich dachte, das war das richtige Symbol. Schon wieder eine uralte Inschrift. Ich finde, wir müssten gewisse Boni bekommen für das Identifizieren. Also hier scheinbar nicht. Wir können aber tatsächlich mal mit ihm nochmal ein Ründchen Licht wirken. Ich finde es jetzt hier zwar nicht so schlecht beleuchtet, aber an einigen Orten kommt doch relativ wenig Licht hin. So, dann kann ich nur hoffen, dass hier rechts die Tür vielleicht... Ja, die trug wohl dieses Symbol. So, ist das eine Falle? Scheinbar. 71 Schaden von Amiri. Die hatte auch keinen Bock mehr. Alter Schwede. So, diese fiesen Zauber, die alle treffen, aber relativ wenig Schaden an uns verursachen. Ganz abgesehen davon, dass wir genau dagegen eigentlich diese ja, Klerikergebete haben, die bestens funktionieren. Ja, mittlerweile sind wir doch ganz gut ausgerüstet und erfahren genug, um nicht gleich immer beim ersten Treffen umzukippen. Ja, sehr schön gemacht. Wir entdecken nochmal wieder ein paar kleinere Artefakte. Hier gibt es nichts weiter. Dann führt uns der Weg gen Norden. Sie ist mittlerweile auch so geschickt. Da... Also wir haben 28, also selbst wenn wir eine 1 würfeln würden, ich weiß nicht, ob eine 1 ein automatischer Fehlschlag ist. Also eigentlich können wir an diesen Fallen gar nicht versagen. Ah, also wenigstens 2 Farben gibt's noch. Genau die beiden. Und ich hätte gedacht, dass hier eigentlich... Also hier müsste wenigstens ein Schlüssel irgendwo noch zu finden sein, also ein Bodenschalter. Entweder für die rote. Und hier gibt es noch eine vielfarbige Tür. Das ist aber seltsam. Hier ist kein Schalter und hier auch nicht. Wir haben hier auch nichts übersehen, aber es kann natürlich sein, dass es noch einen zweiten, noch eine zweite solche Tür gab. Beziehungsweise bei dem heißt es ja auch, Türen öffnen und schließen sich. Achso, vielleicht ist es entweder grün oder gelb. Das könnte sein. Ich habe mir das Zeichen jetzt gar nicht so genau angesehen. Der Schalter ist gedrückt und lässt sich auch nicht nochmal drücken. Die Haupttür steht tatsächlich noch auf. Was für ein Luxus. Ja, dann ist das die einzige Spur, die wir haben. Wir können diese gelbe, diesen gelb-grünen Schalter nochmal bemühen. Hier ist blau, hier ist rot. Und wir sollten eigentlich weder noch öffnen. Vielleicht ist dann der hier offen. Ja, genau, jetzt ist er gelb. Ach nee, gelb ist zu und grün ist auf. Okay. Dumm-di-di-dumm-di-di-dumm. Das ist aber nicht grün und das hier ist blau und das ist rot. Also theoretisch hat das unser Problem jetzt nicht gelöst. Naja. Zumal ich ja eigentlich auch nicht neu erkunden muss, sondern man sieht ja bereits im Vorfeld, also durch den Nebel des Krieges, ob die Türen offen sind. Hmm.
hier scheint jetzt offen zu sein. Okay. Ja. Okay, die Tür. Dann gibt es ja nur eine Möglichkeit. Wir müssen mal auf einen verzichten. Auf wen verzichten wir denn? Kann unser Hund das Ding drücken? Das ist natürlich ein Traum. Ja, kann er. Na gut. Dann danke, Hund. So. This requires your attention. Was haben wir denn hier oben? Einen Schatz, an dem sich Lindsay wunderbar zu schaffen machen konnte. Ah, und hier haben wir schon wieder eine Tür. Das ist doch alles sehr, sehr seltsam. Aber hier oben nochmal das Gleiche. Ah ja, die andere Seite von dieser... Das ist gut. Nein, doch nicht. Ach, komm schon. Okay, gab es hier noch so einen Doppelschalter? Hier ist wieder gelb. Hier unten ist tatsächlich nochmal grün. So, der Hund hat natürlich keinen Shortcut, von dem ich weiß. Irgendwo hier muss es dann den entsprechenden Schalter geben. Autsch. Kältefrostkegel. Autsch, nochmal. So Leute, Augen auf, bitte. Keine unnötigen, dummen Risiken hier. Ja, ich glaube vor allem, jetzt habe ich natürlich trotzdem wieder Hast ausgelöst. Und irgendwas hat uns hier Konzi und Zähigkeit gekostet. Widerlich. Was war es denn? Lied des Mutes, negative Stufe für 10 Stunden. Oh nein, 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 das sind diese Dreckswolken. Lindsay, du hast Hast. Das müsste ein wenig schneller gehen. Das sind ja dreckige Mistfallen. Da hilft uns auch Gift widerstehen nicht. Das sind nämlich Zauber. Ah, sehr gut. Und hier haben wir dann die lang erwartete blaue Schalter. Wie auch immer Vorrichtung. So, Tristan kriegt hier alle Pfeile ab. Muss aber nichts weiter tun, als sich gegenheilen. Das waren auch wieder Barbaren. Das sind doch keine normalen... Obwohl es kann natürlich sein, dass ein großer Barbarenstamm hier reingeführt wurde, die dann der Schwester noch gehorchen und nur diejenigen, die zurückgeblieben sind, verwundet, haben erkannt, dass sie eigentlich eine Heuchlerin ist. Ein Stück beschriebenes Leder aus alter Zeit. Nehmen wir mit. So, den Schalter legen wir um. Ach nö. Ein Schalter zählt Sekunden ab. Guck mal, das Ding dreht sich sogar. Ist ja spannend. Und die Bodenplatte ist bereits in ihre Ausgangssituation zurückgekehrt. Gut, wir müssen unser Team also nochmal aufteilen. Battles await. So. Tatsächlich lassen wir dann mal Rockscha zurück. Wobei es unter Umständen sowieso etwas... Kundo, Horst. Wobei es vielleicht sogar etwas ist, was denn unser Hundi zurücklegen muss. Ah, weine nicht um die Toten, denn sie sind gesegnet. Weine um dich selbst, denn Leben heißt Leiden. Ach, die Zyklopen wollen in die Vergessenheit, wollen in den Tod. Sind sie nicht ein reizendes... Ja, was auch immer. So, Tristan macht hier auch nochmal Licht. Was haben wir denn hier unten? Das ist eher vielfarbig, ne? Wir können natürlich noch trotzdem gucken, ob die Tür aufgeht. Warum auch nicht? Everyone is mortal in this world. Invited me. Nein, die nicht.
Gelb, 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 gelb. Die waren es auch nicht. Die auch nicht. Aber hier oben auf jeden Fall, ne? Okay, wo war jetzt unser Hund? Ach ja, der versucht uns zu folgen, aber... So, wir gehen erstmal nur mit dem Hund dahin und hoffen, dass dahinter einfach ein Schalter ist. Sonst müssen wir gleich nochmal unsere Helden durch den ganzen Raum schicken. So, jetzt muss ich erstmal Hundi wiederfinden. Hallo, ich habe dahin geklickt. Dankeschön. Ein Baba. Könnte unser Hund schaffen. Oh, verdammt, leider ein paar mehr. Okay, wir gehen erstmal hier auf Erkundungstour. Hui, lauf, lauf, lauf. Ich sehe in diesem Raum keine Schalter. Das ist aber seltsam. Und ich denke, ich sehe hier auch keine irgendwie named persons, people. Irgendwie ist der ja gerade nicht abgelaufen, der Knopf. Das ist aber auch ärgerlich. So, man könnte da oben hoch. Rot. Und da waren wir schon. Also rot würde die meine Leute hier wieder mit rein. Und genauso der vielfarbige Schalter. Aber der ist hier einfach nicht. Und raus kann ich auch nicht, weil die Tür bereits wieder... Die treffen echt den Hund so schlecht. Ich könnte es vielleicht sogar wirklich mit den Leuten hier aufnehmen. Ah, jetzt kommen so langsam doch Treffer rein. Und da liegt er nieder. Und da ist er tot. Tragisch. Tragisch. Okay. Überlegen wir mal. Was wäre denn klug? Klug wäre da gar nicht reinzugehen. Ach komm, ehrlich gesagt habe ich jetzt wirklich hier zuletzt abgespeichert. Ich, der so speichergeil ist, ernsthaft. Ach. So, okay, wir haben hier die Tür, das ist klar. Wir haben hier die Tür, die ist noch immer zu. Wir haben hier die Tür, die ist aber eh immer auf. Hier hat sich noch was geöffnet, wo wir scheinbar nicht waren. Kann das sein? Muss wohl, ha? Huh? Okay, so, dann bleibt wieder Rockshar zurück. Rockshar ist wieder der Schalterbeauftragte. Und die Meute marschiert mal hier hin. Kommen wir hier überhaupt hin? Kann mir jemand sagen, warum ich die Klicks auf der Karte nicht sehe? So, wo scheitert ihr denn gleich? Ach, hier sind immer noch diese Drecks-Debuff-Wolken. Achso, das kann natürlich sein, dass das gar nichts mit den Schaltern zu tun hatte, sondern dass ich einfach nur schnell aus diesem Debuff-Zeug raus wollte, ne? That's what I do. Das freut mich. Jede Menge Gelb. Und da oben waren wir schon. Und da müsste ich aber eigentlich hin. Och nö. Wo ist denn jetzt Hund? Achso, ich habe jetzt über die Karte markiert. Dann soll er mal hier hin und hier den Schalter umlegen. So, du bleibst da oben. Wir können jetzt hier rein. Das hier ist aber grün. Natürlich waren wir da schon. Warum ist denn das jetzt so seltsam markiert gewesen? So, und jetzt ist hier wieder diese vielfarbige Tür. Damit hat er nämlich auch nichts zu tun. Na. Was?
Oh, hier unten vielleicht? Ja, hier unten. Schnell durch, schnell. So, schließt sich die Tür gleich? War das die richtige Tür? Habe ich die einfach übersehen? Ich weiß es nicht. Ah, genau. Anything is possible. So, zack. Valerie in Sturm, das ist wichtig. Amiri kann auch stürmen. Zack. Starke, selbstbewusste, kriegerische, blutsuchende Frauen. So. Die Tür geht gar nicht. Was haben wir denn hier? Ah, der vierfarbige Schalter. Und das ist gut. Und das sind vor allen Dingen... Das ist erstmal eine Farbkombination, die bleibt. Das begrüße ich. Gut, mehr ist hier auch nicht, aber mehr muss hier auch gar nicht sein. Sind wir hier verlangsamt oder was? Negative Stufe ist immer noch auf uns drauf. Klar. So, eine ganz in der Nähe. Ja. Ich glaube gleich eine hier um die Ecke, ne? So, ja, wärst du noch mal so freundlich? Du kannst ja gar nicht anders, außer freundlich, höflich und hilfsbereit zu sein. So. Und das nehmen wir jetzt gleich noch mal gespeichert mit. Oh mein Gott, Barbaren, ich fürchte mich so, ich zittere am ganzen Körper. So. Dann hackstückelt hier doch bitte einmal herum. Zack. Schluss, aus, Ende. Alles, das sind auch wirklich hier die schwächsten Waffen dabei. Dass sie sich überhaupt irgendwie gegen die Zyklopen behaupten konnten. Markiere ich eigentlich gerade? Ne, ich muss echt aufpassen, dass ich meine, alle Leute markieren nicht. Bemühe. So, der hält ja auch tatsächlich mal ein bisschen was aus. Irgendwie hat es jetzt unser Hund hier reingeschafft. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Aber gut, der Hund darf auch mit. So, wir haben noch 3 Gebete. Das nutzen wir. Das läuft doch. Ziemlich entspannt sogar für uns. Was haben wir hier für eine Tür? Die konnte Lindsay knacken. So, nochmal ein Schatz. Auch den hat Lindsay erfolgreich geöffnet, die Truhe, wobei da nur ein paar kleinere Kristalle drin waren. 2300 Gold. Das ist, glaube ich, der größte Goldschatz, den wir an einem Stück bisher gefunden haben. So, jetzt haben wir hier nochmal irgendwas in die Ecke gedrängt und eine alte Inschrift. Zyklopenmünze nehmen wir mit. Okay. Ich finde, das müsste wirklich immer ein bisschen einfacher werden, je mehr man davon schon entziffert hat. Oder zumindest, dass wenn man irgendwo ein Teilfragment entziffert hat, dass man nochmal eine Möglichkeit bekommt. So, hier scheint jetzt auch offen zu sein. Ne, da ist eine rote Tür. Das ist jetzt natürlich echt schwierig zu erahnen. Hier ist auf jeden Fall offen und ein Durchgang. Da könnte offen sein. So, hier ist blau, das kriegen wir mit Rockschar geöffnet und können dann da ein bisschen rumholzen. Und da ist rot und rot fehlt uns auch immer noch. Ja, aber dann würde ich sagen, wir müssen mal jetzt dahin. Und erstmal hier oben gucken vielleicht. Und dann können wir auch alsbald Rockschar
wieder zu den anderen Leuten dazu holen. Ja, hier oben ist auch nochmal ein neuer Gang. Ist das nicht ein anderer Weg zu den Barbaren gewesen? Ja, ne, tatsächlich. Ein Barbarengnom, der sich hier tapfer voranwirft. Wir sind ja nicht immer die Klügsten. So, wir haben auch leider keine Hasten mehr. Aber die brauchen wir auch nicht. Wir haben die zahlenmäßige Überlegenheit, die Zähigkeit. So, und da haben wir dann das ganz große Tor. Ich weiß nur nicht, wo wir den roten Hebel finden. Honig. Amulett der mächtigen Fäuste. Plus 1. Ist immer noch so ziemlich das nutzloseste Amulett für unsere Zwecke. Ach komm, du bist... Ach, das ist... Ich wusste, ich habe ihn irgendwann wieder markiert. So, lauf da jetzt mal hoch. Beweg dich. Nicht in diesem Tempo. Ach, da sind mal die Leute nicht mit dabei. Dann denkst du, du kannst hier auch rumtrödeln, ne? Ja, ja. Ist mal angenehm, ne? So für dich alleine zu sein. Kein gutes Beispiel abgeben zu müssen. So, auf das Tor. Das Tor macht weit. Aber es ist halt total sinnlos. So, hier ist nämlich immer noch rot. Irgendwo in diesem ganzen System haben wir noch irgendwo irgendwas übersehen. Aber es ist nicht offensichtlich. Da ist die Tür offen, da ist die Tür offen. Hier geht's nicht weiter. Wo ist hier offen? Warum haben wir denn dann da angehalten? Oder ist das... Das ist keine Wand, da geht's weiter. Das ist doch sehr seltsam. Haben wir da... Ist das noch... War das auch... diese Farbe? Muss wohl, ha? Na gut. So, Leute. Alter, jetzt sind alle hier aber auch im Trödeltempo. Ja. Wenn der eine da nicht steht mit Peitsche und der Meinung ist, er müsste herumpeitschen, weil er Anführer ist, dann lassen alle das hier ruhig angehen. Das ist ja hier wirklich die Sonntagsprozession. Aber tatsächlich, hier geht es nochmal in unbekanntes Gefilde. Und hier wird es auch ein bisschen heller. Ist das für den roten Schalter? Ah, Fackeln. Da ist er. Jirks. Der sieht aber auch so aus. Irgendwo im Kerker und ein... Es beginnt wieder zu ticken. Ach, Leute. Ach, Leute. Da bin ich so verzweifelt. Da pflücke ich sogar nochmal das essbare Moos. Wer ist denn dafür zuständig, dass ihr euch alle jetzt so unglaublich langsam bewegt? Hund, bleibt mal hier. Und ihr bewegt euch. Also hier ist eine der roten Türen. Da ist die Kombitür. Ich weiß gar nicht, ob wir den Schalter schon haben. Was haben wir hier? Da ist auch rot. Das heißt, durch Rot kann, und hier ist Rot, dadurch kann Rocksha eigentlich abkürzen und dann zu den anderen stoßen. Hier waren die vielfarbigen Türen und hier war Blau. Das brauchen wir aber nicht, weil wir hier rum können, aber hier ist Gelb. Das ist aber erstmal für die egal. Also die kommen auf jeden Fall dahin. Ach, wir lassen ihn jetzt einfach mal da oben stehen. Theoretisch könnten wir ihn jetzt dazu holen, wenn er Rot drückt und er aalt sich hier durch.
Aber da wir hier nochmal Rot und Blau brauchen, müsste ich sie dann wieder aufteilen. Und da sie ja, wie gesagt, diese unglaublich schnelle Reisegeschwindigkeit gerade haben. Nein, danke. Danach steht mir gerade nicht der Sinn. So, hier unten scheint keine Tür mehr zu sein, die wir übersehen haben. Genau, das ist die rote Tür. Das macht aber Sinn, aber die brauchen wir nicht. Die hier ist jetzt nochmal interessant. Also, Hund. Auf geht's. Don't hesitate. Ja, genau. Wir zögern auch nicht. Ihr geht jetzt hier bitte einmal durch. Kapitulierter Kämpfer-Zombie, unglücklicher Waldläufer-Zombie und entkräfteter Hexenmeister-Zombie. Na, hier ist aber... Hier ist die Gruppe, die hat Spaß. So, Tristian kriegt mal wieder in erster Reihe auf die Fresse. Kann jetzt aber eigentlich eh nicht mehr viel machen. Außer noch ein bisschen Schaden für die Gruppe fressen. Und die Zombies teilen bisher ganz gut aus. Haben aber nur eine Rüstungsklasse von 29. Dann ist das eigentlich nur Pech. So. Da ist schon mal der erste gute Treffer reingekommen. Allerdings kriegt Amiri auch gut ab. Und Lindsay, Valerie kriegt leider auch gerade gut ab. Und dadurch schwingt leider das Rad des Glückes einmal zu unseren Ungünsten aus. Und hier werden alle niedergerungen und fallen. Tragisch. Aber ich bin mir sicher, wir schreiben darüber ein anderes Kapitel beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rockstar.